Gut, dann wollen wir mal in diesem neuen Kapitel voranschreiten. Sprich mit Philipp. Da sind wir gar nicht Philipp im Moment, okay? Remigius? Er sieht abwesend aus, als würde er auf irgendetwas warten. Er missbilligt den geschäftigen Markt. Das Modell. Nicht mehr lange. Bald ist es fertig. Und was mache ich dann? Ja, gute Frage, lieber Baumeister. Dann musst du dir einen neuen Job suchen. Da ist Philipp. Hier hinten sind die noch da. Können wir die auch angucken? Die Mönche, genau. Die Stimmung ist gut, seit Philipp wieder da ist. Wie viele haben sich wohl das Mönchtum selbst erwählt? Wie viele wurden von ihren Eltern dem Kloster übergeben? Ja, das ist eine gute Frage. Philipp, er will mit mir reden. Was soll ich ihm nur sagen? Ich muss eine Entscheidung treffen. Aber nicht, indem du hier rumstehst. Philipp? Ah, ihr seid zurück. Wie sieht's aus im Steinbruch? Alles in Ordnung. Wir werden dort keine Probleme mehr haben. Warum habt ihr mich um ein Gespräch gebeten? Es geht um Jack. Er hat sich wieder mit Alfred gestritten. Seid ihr zu einer Entscheidung gekommen, was meinen Vorschlag betrifft? Welchen Vorschlag? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Jack kann schon lesen und schreiben. Und es gibt viel mehr, was wir ihn hier lehren können. Was sagt seine Mutter dazu? Ellen redet nicht mit mir deswegen. Sie glaubt, dass ich Alfred vorziehe. Aber Alfred ist Handwerksmeister. Ich habe ihn ausgebildet, seit er 6 war. Jack ist nur ein Lehrling. Und mit den beiden kann es nicht so weitergehen. Nein, das ist wahr. Er würde nicht mehr an der Kathedrale arbeiten, aber er könnte in Kingsbridge bleiben. Das stimmt. Ich habe keine Wahl. Ich will das Beste für meine Kinder. Für sie alle. Natürlich. Reden wir also mit Jack. Ja. Philipp hat angeboten, mit Jack zu helfen. Wir können so nicht weitermachen. Ja, nicht zu vergessen, Alfred ist sein leiblicher Sohn. Jack ist nur ein Ziehsohn und ich glaube, er ist noch nicht mal mit seiner Mutter verheiratet. Also, es ist ja nur eine Liaison, die die haben. Und gerade in der Zeit, naja, ohne Eheschwur ist das nichts weiter, ne? Nicht viel wert. Deswegen ist es ja nicht mal sein Kind, aber ich glaube, das dürfen die hier alle nicht wissen. Die sollen alle denken, dass die wirklich liiert sind. Gut, dann müssen wir also mit dem Guten reden. Sprich mit Jack. Dann suchen wir ihn mal. Oh Mann. Der wird sich freuen. Tom? Wartet auf mich. Philipp? Etwas liegt dir doch auf der Seele, oder? Philipp, du hast Kaspert und mir einst gesagt, wenn du Prior würdest, würdest du dafür sorgen, dass die Novizen gut behandelt werden. Anders als Remigius Bruder Markus behandelt hat, bevor er uns verließ. Erinnerst du dich? Es war der Tag, als der kleine Jonathan zu uns kam. Ja, ich erinnere mich. Er war so winzig. Du hast erreicht, was du dir vorgenommen hast. Und so viel mehr. Wenn nur Cuthbert noch leben würde, um das zu sehen. Melius, wir hatten keine Zeit zum Reden, seit ich zurückgekehrt bin. Zeit war da, aber du bist mir ausgewichen. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei all dem hier. Warum? Jetzt ist doch alles gut. Es fing an, noch bevor ich meinen Bruder in Winchester verlassen habe. Aber er ist immer noch inmitten des Chaos da draußen. Ich habe Angst. Um ihn. Um uns alle. Aber das ist nicht alles. Nein? Ich fürchte, ich habe meinen Glauben verloren. Du? Lass uns reden. Später. So wie früher. Ja, natürlich. Das werden wir. Kommst du nicht mit, Remigius? Ich habe Dringendes zu erledigen, Vater. Nun gut.
Du wirst deinen Glauben schon wiederfinden. Und was für eine Überraschung ist das? Nun, ich glaube, du wirst begeistert sein. Ihr beide. Du machst mich neugierig. Wann können wir es sehen? Es sollte heute Nachmittag fertig sein. Komm mit, Jonathan. Wir wollen uns den Bären anschauen. Ja, bitte. Den Bären? Viel Spaß, Jungs. Weißt du, was er im Schilde führt? Ich habe keine Ahnung. Vater? Jack hat Werkzeug vom Bau mitgenommen. Ich weiß nicht, was er damit vorhat, aber ich weiß, dass er es geklaut hat. Ihr beide werdet euch in Zukunft nicht mehr streiten können. Philipp wird dafür sorgen. Aber Jack ist nicht der Einzige, der daran schuld ist. Richtig. Im Gegenteil. Alfred ist der größere Stänkerer. Es sind noch nie so viele Leute hier gewesen. Es kommen Wollhändler von überall her. Ich verstehe nicht mal einige der Sprachen. Okay, verlasse den Markt. Martha und Aljena, verlasse den Markt. Ich bin so stolz auf mein kleines Mädchen. Aber sie sollte endlich einen Ehemann kriegen. Und Aljena auch. Ja, Aljena, da hatten wir wieder das Problem mit Jack. Martha, hast du Jack gesehen? Er ist mit Jonathan gegangen, um den Bärenkampf zu sehen. Mit Jonathan? Das ist viel zu gefährlich. Was denkt er sich? Ich darf nicht erlauben, dass Jonathan etwas geschieht. Ich bin für ihn verantwortlich. Du hast ihn im Wald ausgesetzt. Können wir hierüber reden? Nein, ich muss Jonathan finden. Okay. Ich weiß, die sind in die andere Richtung gegangen. Oh, übrigens, ich habe von Richard gehört. Geht es ihm gut? In der Nachricht stand nichts davon, aber ich nehme an, ja. Wieso? Er schreibt, ich soll ihm ein neues Pferd kaufen. Mhm. Sieh dir das an. Mhm. Müssen wir uns das anschauen? Natürlich. Sieh nur, wie der rangeht. Warum kämpfen der Bär und das Hühnchen? Es liegt in ihrer Natur. Das Tier, das stärker und klüger ist, gewinnt. Nein. Keines von beiden kann gewinnen. Jonathan, komm her. Du hättest ihn nicht herbringen sollen. Es ist gefährlich. Ich mache immer etwas falsch. Ganz gleich, was ich tue. Wenn Alfred ihn hergebracht hätte, dann hättest du kein Problem damit gehabt. Doch, hätte ich. Vielleicht ist es besser, wenn Jonathan und du gehen. Komm mit. Jack. Was? Ich weiß, wie du dich fühlst. Ach, wirklich? Die Welt ist ungerecht. Wir sind wie diese armen Tiere, gezwungen, einander an die Kehle zu gehen. Es ist ein Spiel, das sie uns aufzwingen. Wer? Tom? Nein. Die Könige und Kaiserinnen. Selbst der Bischof. Tom und wir alle leben in einer ungerechten Welt, in der wir gezwungen sind, ungerechte Entscheidungen zu treffen. Wieder und wieder. Und wir wissen noch nicht einmal, dass wir ihr Spiel spielen. Du hast jedes Recht, zornig zu sein. Aber es gibt einen Weg, diesen Käfig zu entfliehen. Vielleicht nicht um Gottes Willen, aber um der Menschen Willen. Was meinst du damit? Ich möchte, dass du Mönch wirst. Nun ist es also raus. Bleib stehen! Du sollst doch nicht einfach alleine auf der Baustelle herumlaufen. Oh je. Okay, das ist nichts Neues. Nein, ich muss Jonathan suchen. Nein, ich muss Jonathan finden. Okay, ich dachte ja, die können dir irgendwie einen Hinweis geben. Mann, dann geh ihm halt nach. Du willst mich auch ärgern, ja? Hat eine von euch beiden meinen Sohn gesehen? Ellen,
Der sieht sich den Bärenkampf an. Aliena? Ich bin gekommen, um... Um was? Was ist los mit deinem Bruder? Ich habe keine Ahnung. Aliena, ich muss dich um deine Hand bitten. Als Ehefrau. Bist du verrückt, Alfred? Was? Warum solltest du glauben, dass ich... Habt ihr das gehört? Was war das? Was zum Teufel? Was geschieht da? Unfall beim Bärenkampf? Junge, mach keinen Mist. Das ist der Kragstein. Viel anzugucken gibt's hier nicht, huh? Nur der Kleine. Oh nein, er soll doch nicht weinen. Papa ist ja hier. Aufpassen müssen. Du wolltest bis ganz nach oben klettern, wie Alfred und Jack es machen. Komm mit. Wir gehen zusammen. Du und ich. Und schon lacht er wieder. Na, das ist doch fein. So, das ist sie also. Wer ist Amanda? Ich bin der Graf von Shiring, Junge. Bleib bei mir, Jonathan. Ihr da! Während meine Männer euren Markt inspizieren, sagt mir... Wo ist euer Heiliger? In der Krypta. Sprich lauter! Tom! In der Krypta! Oh, du bist Tom Bilder. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Jonathan! Das klang nicht gut. Hat das Pferd ihn erwischt? Wieso brennen die das hier alles nieder? Was soll der Mist? Reue, aktueller Ort, Kathedrale von Kingsbridge. Der Baum ist nicht wirklich da, oder? Das ist jetzt wieder seine Erinnerung. Ganz am Anfang stand hier dieser riesige Baum. Aber wo ist der Kleine? Manno. Rausgehen können wir nicht. Irgendwas muss hier gehen. Ach, hier ist das Grab von Agnes, seiner Frau. Meine Agnes, ich konnte unseren Sohn nicht schützen. Hat der Graf den entführt? Wurde Tom vom Pferd niedergestreckt, irgendwie getroffen, bewusstlos geschlagen und der hat den Jungen mitgenommen? Bumm, der kann doch nicht wissen, dass das Toms Sohn ist, oder? Es tut mir leid, Liebste. Es tut mir so leid. Alles ist gut, Liebster. Ruh dich aus. Schlaf. Das ist das Ende.
Das ist menschliche Willkür. Sie brannten lichterloh. Mein Gott. Sie standen in Flammen. Wo sind die anderen? Sie werden sie umbringen. Aliena! Milius hat die Tür abgeschlossen. Von außen? Er ist noch dort draußen? Oh nein. Sie sind kaum richtig erwachsen. Sie haben so ein Schicksal nicht verdient. Jack macht sich zu Recht Sorgen. Aliena und die anderen sind da draußen. Ich muss einen Weg nach draußen finden. Was haben wir getan? Aliena! Nichts. Warum straft uns der Herr dann? Wir sind verloren. Bleibt hier. Hier seid ihr sicher. Seit damals der Blitz einschlug, ist Kingsbridge verflucht. Wir sind verloren. Seit ich hierher gekommen bin, ist Kingsbridge... Ach Quatsch. Du hast viel Gutes getan. Ich wollte sie vor Unheil bewahren, doch sie bleiben nicht unversehrt. Nicht einmal ihre Seelen. Pfeile! Sie schießen Pfeile in den Kreuzgang! Alle bleiben von den Fenstern weg! Und du stehst vor dieser Öffnung hier. Junge, Junge. Müssen wir erstmal mit Jack reden? Oder... Führt zur Mühle. Jonathan ist da draußen. Ich muss ihn finden. Alienas! Milius hat sie abgeschlossen. Milius! Ich glaube, ich kann ihn draußen hören. Gib unseren Heiligen zurück. Oder du fährst zur Hölle. Nein, du zuerst. Nein! Sanctificator Nomen. William Hamley. Wir hätten nicht herkommen sollen. Oh. Aliena ist doch da draußen. Und Jonathan auch. Es ist gefährlich, hier zu sein. Ich muss Jonathan finden. Da sagst du was. Geht das auf? Oh nein! Das Tor ist auch verschlossen. Aber eher ihr wütend auf... Aliena ist dort! Die Angreifer auch! Wenn wir hier lang gehen, werden sie uns vielleicht nicht sehen. Diese Frau. Ihr habt recht. Ihr. Aber es ist abgeschlossen. Jack! Ehe ihr wütend auf Milius werdet, er hat euch aber damit geschützt, indem er euch ja eingesperrt hat. Der Kantor ist verängstigt. Wo ist jetzt unser Glaube? Der wird uns nicht viel helfen. Komm, wir müssen den Verwundeten draußen helfen. Nein. Nein, ich kann da nicht rausgehen. Wir müssen! Du weißt nicht, wie es da aussieht. Mein Gott, ich hab's gesehen. Mir ist schlimm. Der Herr ist mein Hirte. Es brennt lichterloh, oder? Er lässt mich nicht gehen. Vielleicht hat er ja recht, aber ich muss Jonathan finden. Möge Gott uns gnädig sein. Bruder Andrew, ich flehe dich an. Andere sind doch draußen. Bete für sie. Mehr können wir nicht tun. Sie sind wegen des Marktes gekommen. Wie, William? Ich habe den Krieg mit von Lincoln mit hierher gebracht. Ach, jetzt... Es war der Graf. Ich habe ihn gesehen. Amen. Ja. Was habt ihr getan? Was? Der Graf würde so etwas nicht ohne Grund tun. Was habt ihr getan? Das mag recht abgespenstig gemacht. Aber es gibt dir nicht die Schuld an allem, lieber Philipp. Los, folgen wir Jack. Jack! Jack! Nein! Ich lasse ihn nicht zurück! Überall Blut auf der Wiese.
Herzen. Nein, ich muss ihm helfen. Peter! Wir können sie nicht hier lassen. Die Worte der Bibel werden sie beruhigen. Schau doch ihren Mann an. Schau sie an. Deine Worte bewirken gar nichts. Ich werde nicht zulassen, dass du sie vergiftest, Weib. Dieses Kraut wird ihren Schmerz lindern. Ich weiß Martha es. Martha und Mary. Du wirst dein Teufelswerk nicht an ihr verrichten. Er ist tot. Mary kann ihn nicht loslassen. Martha hat recht. Wir müssen sie von hier wegbringen. Prior James hatte recht, was dich betrifft. Prior James. Jacks Mutter. Sie mag keine Mönche, aber wir kommen miteinander aus. Was für ein Mann Prior James war. Du bist ein Narr. Ich habe alles versucht, aber sie kommt einfach nicht mit. Wir müssen sie von hier wegschaffen. Das weiß ich, Philipp. Wir müssen sie irgendwie beruhigen. Wenn sie irgendein Kraut hat, das beruhigt, und wenn es Mohnsamen oder so sind, dann nur zu. Mein Gott. Was geht hier vor? Schaut euch die arme Frau an. Ihr Mann ist in ihren Armen gestorben. Euer Subprior will mich ihr nicht helfen lassen. Ihr Kräuterzeug Quatsch. Ist Teufelswerk. Wir müssen sie von hier wegbringen. William und seine Männer werden bald hier sein. Ich weiß es. Du hast recht. Wir müssen uns beeilen. Philipp, ich hab's dir gesagt. Die Frau ist eine Hexe. Ihr seid ein Narr. Das ist Bilsenkraut. Bilsenkraut? Das Teufelsauge. Du gibst also zu, dass du diese arme Frau vergiften wolltest. Oh, macht das böse Auge der Blume dir etwa Angst, du alter Bock? Beruhigt euch! Das gilt für alle! Also gut, Prior Philipp. Nehmt das hier. Es wird ihr Gemüt beruhigen, wenn sie es kaut. Tut einmal das Richtige. Ellen schlägt vor, dass wir dieses Kraut nutzen, um Mary zu beruhigen. Naja, im Endeffekt, warum denn nicht? Weg mit diesem Ding! Nicht alle Mönche können so dumm sein, nein, oder? Die muss hier weg und so geht sie nicht. Bist du sicher, dass ihr das nicht schaden wird? Ja! Nein! Wir züchten auch Kräuter Remigius. Dann tu's. Ich halte sie fest. Es wirkt. Das sagte ich doch. Vielleicht habe ich mich in euch geirrt, Philipp. Wie konntest du das tun? Ach, verpiss dich. Sie kommen. Wir müssen hier weg. Sofort. Und so haben wir der Frau das Leben gerettet, schätze ich. Warum sollte der Graf von Schalken so etwas tun? Sei still, oder sie bringen uns alle um. Sie kommen. Ziemlich weit gekommen. Da war irgendjemand bei ihm. Hugh hat recht. Oh oh. Sie müssen in der Nähe sein. Wir sollten uns beeilen. Wir haben erreicht, was wir wollten. Noch nicht. Mist. Was war das? Sei ein kleines Vöglein in dem Buschlein. Wen haben wir denn da? The End. Nochmal. Oh nein. Das müssen wir also schaffen. Oh, das war gemein. Nicht na gut, versuchen wir es nochmal. So dumm sein, oder? Ja,
Wir werden sterben, wenn wir nicht bald gehen. Bist du sicher, dass ihr das nicht schaden wird? Ich will sie... Nein! Ja, das hatten wir ja schon gehört. Ich will sie aber auch mitnehmen. Wir können uns sicher umentscheiden, ihr das Kraut nicht nur wir abhauen und sie wird dann umgebracht. Und wir halt nicht gesucht. Das ist das andere, denke ich. Halte sie fest. Die andere Option. Aber erstmal will ich es nochmal so versuchen. Ich will sie nicht opfern. Es wirkt. Das sagte ich doch. Vielleicht habe ich mich in euch geirrt, Philipp. Wie konntest du das tun? Ach, verpiss dich. Sie kommt. So, jetzt Konzentration. Wir müssen hier weg. Sofort. Es ergibt keinen Sinn. Warum sollte der Graf von Schall uns noch was tun? Mhm. Still. Oder sie bringen uns alle um. Sie kommen. Ziemlich weit gekommen. Da war irgendjemand bei ihm. Hugh hat recht. Sie müssen in der Nähe sein. Wir sollten uns beeilen. Wir haben erreicht, was wir wollten. Noch nicht. Mist. Was war das? Ein kleines Vöglein. In gut, alle guten Busch. Dinge sind drei. Nein. Oder vier Wen oder fünf. Was haben wir denn da? Und nochmal. Das muss doch zu schaffen sein. Hatte ich jetzt zu zeitig geklickt oder. Ich mag dieses nicht. Alle Mönche können so dumm sein, oder? Bist du sicher, dass ihr das nicht schaden wird? Ja. Nein, ich weiß auch nicht, ob ich warten kann. Geht das hin und her oder muss ich das beim ersten Mal schaffen? Können wir hier abbrechen irgendwie? Das können wir doch alles schon, die Gespräche. Das wäre gut. Wenn wir das Ganze ein bisschen beschleunigen könnten. Und sowas ausgerechnet am Ende des Parts, wo die Konzentration nicht mehr so gut ist. Dankeschön, das ist gemein. Ruhe jetzt. Genau. Ich versuche das jetzt mal, ob das hin und her wandert oder ob wir das wirklich beim ersten Mal schaffen müssen. Sei still, bitte. Können wir das abbrechen? Hugh hat recht. Sie müssen. Ja. Wir sollten uns beeilen. Noch nicht. Ha. Walter, warum das grimmige Gesicht? Wir hätten das nicht tun müssen. Wir sind wegen des Heiligen hier. Sie alle verdienen es, genau wie dieser Bastard. Kingsbridge hat uns zum letzten Mal getrotzt. Der Mönch, die Hure und der Bastard, der es mit ihr treibt. Los, bewegt euch! Ihm nach! Aber William sagte... Ich sagte ihm nach! Oh, Gott sei Dank geschafft. Mein kleiner Jack! Alles in Ordnung! Hast du Aljena gesehen? Sie war auf dem Markt. Ich hörte, wie William ihren Namen rief. Komm, Jack! Wir müssen Ui, er wird mutig. Finden. Da ist sie doch noch. Und wo ist der Kleine? Bei Gott. Oh.
Nein! Aliena! Aliena! Jonathan! Er hat mir wieder alles genommen. Aliena! Was du auch tust, wohin du auch gehst, ich werde dich finden. Jedes Mal, wenn du denkst, du wärst sicher. Jedes Mal, wenn du Familie spielst. Ich werde dich finden. Und ich werde dich zerquetschen. Und jetzt tötet sie alle. Und zwingt sie zuzusehen. Aliena, geht es dir gut? Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass ich für meinen Bruder Richard Sorge tragen werde, bis er seinen Schwur erfüllt hat. Kannst du mich hören? Jack, es ist alles weg. Ich kann Richard so nicht helfen. Was soll ich jetzt machen? Ah, da ist der Kleine. Rettet Jonathan. Mehr können wir hier jetzt auch nicht. Nee, nur die beiden. Er hält etwas. Oh nein. Tom! Oh Gott. Nein! Am nächsten Tag. Wir müssen den Bischof um Hilfe bitten. Den Bischof? Bist du verrückt? Ich habe gehört, er steckt hinter allem. Wie können wir jetzt noch in Kingsbridge leben? Wird die Kathedrale weitergebaut? Nicht ohne den Markt. Ohne ihn gibt es keine Arbeit mehr für uns. Bitte! Der Prior wird alle eure Fragen beantworten. Ha. Philipp, sie warten auf dich. Ne? Ja. Können wir in Kingsbridge bleiben? Oder müssen wir wegziehen? Zu viele Menschen wurden getötet. Viele wurden verletzt. Unter den Toten ist Tom Bilder. Oh nein! Er starb, um unseren kleinen Jonathan zu beschützen. Dafür werde ich ewig dankbar sein. Tom Bilder ist tot. Was wird jetzt aus unserer Kathedrale? Zwei unserer Brüder sind gestorben. Bruder Arnold. Und Bruder Milius. Er wird jetzt an Cuthberts Seite ruhen. Und 8 weitere Menschen sind tot. Wird man den Grafen von Shiring zur Rechenschaft ziehen? Das muss sein! Ja, unbedingt! Was ist mit St. Adolphus? Wo ist der Heilige? Adolphus wird uns beschützen. Es wäre besser, wenn du ihre Fragen beantwortest. Bitte sag uns, was wir tun sollen. Dieser Überfall...
Soll ich für dich fortfahren, Vater? Nein. Dieser Überfall war eine große Tragödie. Ich verstehe nicht, wieso jemand uns so etwas antun konnte. Es ist nicht zu begreifen, wie diese Männer einfach... Du hast dich gegen den Grafen von Shireen gestellt! Er sagte, ihr hättet euch ihm widersetzt! Philipp war im Recht! Wir hatten eine Marktgenehmigung! Unser Prior war im Recht, aber wir wissen alle, was für ein Mensch William Handy ist. Widerstand wird nur zu mehr Leid führen. Ich stimme dir zu. Ihr hättet vorsichtiger sein sollen. Wir dürfen nie wieder einen Markt abhalten. Nein. Nein, das dürfen wir nicht. Wird St. Adolphus uns beschützen? Er wurde gestohlen! Ist das wahr? Der Heilige wurde gestohlen? Mussten sie alle für den Markt sterben? Geht es ihm nicht gut? Er sieht blass aus. Die Gerüchte, die ihr gehört habt, sind wahr. Die Gebeine des heiligen Adolphus wurden hier aus der Krypta geraubt. Wir sind verloren. Der Heilige ist fort. William Hamley hat ihn geraubt. Aber warum? Bruder Milius starb, um den Heiligen zu schützen. Ich hab's gesehen. Bitte sag es uns. Sag uns, was mit uns geschehen wird. Bruder Andrew kümmert sich um die Reparatur. Und wir werden mit dem Bau unserer Kathedrale fortfahren können. Tom Builders Sohn Alfred wird das Amt des Kathedralenbaumeisters übernehmen. Aber es wird länger dauern. Denn wir werden keinen Markt mehr abhalten. Und ich freue mich, einen neuen Novizen zu begrüßen. Die meisten von uns kennen ihn. Daher bin ich sicher, dass wir uns alle freuen, ihn in unserer Priorei willkommen zu heißen. Was? Jack. Wie es Toms Wunsch war. Warum antwortet er nicht? Bitte antwortet! Warum sagt er nichts? Wie geht es jetzt weiter? Warum tut Gott uns das an? Ja doch. Antworte ihnen. Nein. Ich kann euch keine Zuversicht geben. Die Geschichten, wie Gott den Glauben der Menschen geprüft hat. Ich sehe nun, wie wahr sie sind. Ich glaube, ihr seht es auch. Ich frage mich selbst, wo ist Gott? Warum lässt der Herr all dies zu? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort. Eines Tages sagte Gott zu Satan, sieh dir diesen Hiob an. Das ist ein guter Mensch, wenn es je einen gab. Also sprach Satan, du hast ihm alles gegeben. Deshalb ist er ein guter Mensch. Aber Gott sprach, selbst wenn er alles verlieren sollte, was er hat, würde dies seinen Glauben nicht erschüttern. Und ich werde es dir beweisen. Ihr werdet dafür in der Hölle brennen. Was? Ich habe euren größten Feind bezwungen. Es war eine heilige Mission. Das zu entscheiden ist nicht eure Sache. Selbst euer Vater wäre nicht so dumm gewesen. Ich bin nicht mein Vater. Sie haben euch gesehen. Sie wissen, dass der Graf von Shireen ein Mörder ist. Was, wenn meine Verbündeten in Kingsbridge verletzt wurden? Was dann? Sprecht mich von meinen Sünden los.
Nur wenn ihr wieder eure Treue zu König Stefan verkündet. Nein, Stefan hat verloren. Er ist schwach. Bischof Henry wird nicht billigen, wenn ich einem Anhänger von Mathilde die Absolution erteile. Seid ihr ein Mann der Kirche oder das nicht? Das bin ich. Dann tut, was ich euch sage. Und widersetzt euch mir nie wieder. Habt ihr das verstanden? Ja, Herr Bischof. Kapitel 13, die Wollmesse. Was du getan hast. Du warst unentschlossen, ob Jack Novize werden sollte. William ist gekommen, um Tom zu töten, weil er wusste, dass Timothy gescheitert war. Du hast Mary mit Ellens Kräutern statt mit einem Bibelwort beruhigt und Milius und viele andere starben beim Angriff auf Kingsbridge. Wow. Ich weiß, der Part hat Überlänge, aber ich wollte das jetzt nicht abbrechen. Das war gerade so... kein Zeitpunkt für eine Pause. Kapitel 14. Abschied. Fünf Tage später. Sprich mit Jack. Aktueller Ort fällt außerhalb der Priorei. Ach, das ist ihr Ort, ne? Hier haben sie auch unter dieser Weide über die Bücher geredet und so. Gut, aber das jetzt wirklich erst im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Wir haben jetzt schon das letzte Kapitel von Buch 2 und 3 Bücher gibt's insgesamt. Also haben wir 2/3 des Spiels beinahe geschafft. Ja, wenn ich mir hier anschaue, dass das Ganze am 16.08.2017 angefangen hat auf meinem Kanal, bin ich schon stolz, jetzt so weit gekommen zu sein. Weil es eben kein Spiel ist, was ich zumindest hintereinander weg durchzocken kann, weil man da schon etwas Lust und Laune zu haben muss. Aber egal, wie lange es dauert, es wird zu Ende geführt werden. In diesem Sinne also, bis zum nächsten Part.